Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Racing-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt. Project Cars, der Schleifer. Wir haben es hinter uns, glaube ich, die Fronttriebler. Das hier dürfte, wenn ich mich nicht täusche, ein Hinterradantrieb Mittelmotor V6 sein. Wunderbar. Das heißt, wir kommen jetzt zu den Rennautos, die dann kein Frontwheel mehr haben und da können wir wieder fliegen. Wir gehen fliegen auf der Nordschleife. In iRacing verzweifeln gerade richtig gute Racer an der Nordschleife. Das soll schon was heißen. Wow, der hat Sound. Ja, das ist ein Rennauto. Ihr seht schon, ein bisschen Carbon. Easy Lenkrad. So, auf geht's wieder in die Zeitenjagd. Oh, der schiebt aber trotzdem ein bisschen. Ja, ja. Setup ist so gut nicht, würde ich mal sagen. Müssen wir ein bisschen vorsichtiger und langsamer fahren. Ja, der will schon tänzeln mit dem Heck. Ich bin ja auch noch am Überlegen, ob ich Nordschleife GT3 noch trainieren soll und soll das die Woche fahren, weil die sind diese Woche auf der Nordschleife unterwegs in iRacing, die GT3 Fahrzeuge, und da könnte ich ja mit einem Audi, da habe ich ein schönes Setup, was ich allerdings nicht teilen darf. Das ist eine Special Leihgabe. Und da könnte ich da mal mitfahren. Nach dem Motto Survival. Weil ich glaube, dass es in meinem iRating-Bereich auf der Nordschleife wirklich nur darum geht zu überleben. Und ich bin da ungefähr 20 Sekunden auf die Runde off Pace. Ja, total beschissen gefahren hier. Und deshalb kommen wir da über den Curb. Komm rum. Ja, Strecke nicht ausgenutzt, das kostet Zeit. Wow. Ja, das Problem ist das Fahrverhalten von dem Auto. Das rutscht halt ein bisschen extrem. Ja, gestern ist der Schleifer ausgefallen, weil ich ja den Übergang von Mad Games auf YouTubers live gemacht habe. Alter Schwede. Puh. Heute geht's weiter mit Racing und ja, ich muss dringend mal meine Karriere wieder beizocken hier. Dass wir mal wieder schön Formel-Autos fahren können. In der Hoffnung, die World Championship zu gewinnen. Und dann, ja, eine Stufe aufzusteigen. In die Formel 1000 ist es, glaube ich. Wobei ich noch am Überlegen bin, ob ich wirklich Open Wheeler weiterfahren will in Project Cars.
Im Project Cars ist eigentlich ein Tourenwagen-KI oder eine GT3-KI. Die fahren dir in die Seite und bei Open WLAN machst du dann mal schnell einen Überschlag. So, brutal runtergebremst. Ja, ich hätte früher rausgemusst aus dem Kreisel. Aus dem Karussell, ich sag mal Kreisel. Aus dem Karussell. Und wir schieben, weil es bergab geht, hätte ich früher bremsen müssen. So, und hier hoch hatten wir ja unsere Begegnung der dritten Art mit dem Kiesbett im Frontwheel. Zickiges Biest von Auto, würde ich mal sagen. So, Sprung. Einen runter. Rum hier um die Kurven. Komm schon, komm schon, komm schon. Großer Sprung. Richtig abgehoben. Da waren wir richtig in der Luft, glaube ich. Ja, aber man sieht, dem Auto fehlt es an Leistung. Und vor allem an Abtrieb in Kurven. Wir sind schon bei 6 Minuten 14 und nicht mehr auf der Döttinger Höhe. Oha. Oha. Also ich glaube nicht, dass wir es in 20 Sekunden schaffen, über die Startziellinie zu kommen. Komm schon, Karre, lauf! Ja, aber nochmal zurückzukommen auf iRacing ist natürlich auch eine extrem rutschige Strecke, muss man ganz offen dazu sagen. Also wenn du da irgendwie auf die Strecke kommst, dann ist sie noch grün und alles drum und dran, die Räder sind nicht warm. Nein! Bremsen und lenken. Scheiße. Es sah so gut aus. Und dann drehen wir uns und machen das Auto kaputt. So, da geht's dann drüber. Kaputt ist er. Das ist er. Der Trophy. Renault Megane Trophy V6. 727 mit Dreher und Einschlag. Im, ich glaube, Tiergarten heißt das da oben. Leck mich am Amelie. Ich habe gedacht, ich komme durch ohne Einschlag. Nope. Keine Chance. Beim Anbremsen geht er weg. So, Renault Sport RS01. Ja, was ist das eigentlich? RS01 Trophy. Das ist schon wieder ein Trophy-Karre. Sieht aber mehr GT3-mäßig aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich bin mal gespannt, wann es wieder iRacing Action gibt für euch. Momentan bin ich da so ein bisschen am gucken. Lernen, machen, Ton, Auto kennenlernen. So. Wir hauen rein und die Karre liegt. Erinnert mich, wie gesagt, sehr stark
an ein GT3-Fahrzeug. Sag mal, was hat denn das Mikrofon für Ausschläge hier bei mir? Ist das mein Atmen oder waren das die Fahrzeuggeräusche vom Fenster, die das Mikrofon zum Ausschlag gebracht haben? Ich weiß es nicht. Eventuell der Sound, der über den Kopfhörer kommt, ich habe keine Ahnung. Ich hatte das ja schon mal und da habe ich gedacht, es wäre irgendwas defekt. Da wollte ich da was umstellen, dann habe ich aber im Video gemerkt, da war gar nichts. Okay, wir laden. Das Schlechteste an dem Auto sind die Bremsen. Danke übrigens für den Tipp mit RTL Nitro und Nürburgring Nordschleifenrennen. Ich werde das dann wahrscheinlich auf RTL Now. Da werde ich dann mal die 30 Tage kostenloses Probe-Abo nutzen. Ansonsten gucke ich ja nicht viel RTL. Ich glaube, ich habe dort nur Blacklist geguckt, die Serie. Ab und zu Unterhaltungszwecken die RTL-Nachrichten. Ansonsten gucke ich kein RTL. Deshalb brauche ich eigentlich auch kein RTL Now. Aber wenn die natürlich 24 Stunden von der Nordschleife live übertragen. Und ich kriege 30 Tage kostenloses RTL Now-Abo. Muss ich da natürlich zuschlagen, ist doch ganz klar. Wow! Dancing on the Edge, würde ich da mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie gut sind wir denn unterwegs? Wir dürften jetzt ungefähr bei Halbzeit sein. Könnte recht gut werden, die Zeit. Vorausgesetzt, wir machen ihn nicht kaputt, ne? Flug hier rum. Anbremsen, anbremsen. Wir sind fast nur im gelb-roten Bereich unterwegs. Boah. Den habe ich gerade mit Mühe und Not halten können. Die Autos sind alle ein bisschen rutschig und die sind ein bisschen hecklastig, weil Mittelmotor. Das Mittelmotorkonzept ist meistens so, dass es 40% Frontgewicht und 60% Heckgewicht hat. Also es ist nicht 50-50. Und deshalb sind diese Autos im Heck leicht nervös. Bei Kurvenfahrten.
Also im Kurveneingang, im Kurvenausgang, in der Kurve selbst normalerweise nicht. Und du darfst halt keinen Körper rühren, sonst wird das Auto in der Kurve instabil und dann kommt das Gewicht auch dort wieder zum Tragen. Und dann drehst du dich halt. Normalerweise haben Mittelmotorfahrzeuge auch ein relativ hohes Heck. Boah, böser Hügel hier. Dieser Bump hätte mir beinahe einen Frontsplitter weggerissen, glaube ich. Alter, 6 Minuten 12, was geht denn hier ab? Wieso ist die Karre so langsam? Jetzt auf der Geraden geht's aber, komm. Alter, 290! 290! Echt jetzt? Was ist das denn für eine Karre, ey? Deshalb ist das auch keine GT3-Klasse, der ist zu schnell für GT3s. Aber die Kurvenlage ist ein bisschen bescheiden, würde ich mal behaupten. Und in der Beschleunigung hat er ein bisschen Defizite. Nö, wobei hat er nicht. Wenn ich mir das hier so angucke. 6,54. Es gibt einige, es gibt wirklich einige GT3-Fahrzeuge, die so Rekorde um die 7 Minuten auf der Nordschleife fahren. Wenn die da einfach mal so rumgurken. Also da gibt es einige Videos, die feiern sich mit Lap-Rekord 7 Minuten und so weiter. Industriefahrtenstrecke. Und da können wir fast 4 Sekunden abziehen, weil die eine andere Ziellinie haben als wir. So, wir gehen zurück in die Rennzentrale. Alter, war die Karre geil. 290 auf der Döttinger Höhe. Dabei ist das nicht mal die schnellste Stelle, glaube ich. Also, wir müssen da gleich mal reingucken. Boah, nee. Und nach so einem Auto kommt jetzt der Yellow Bird, ist das, glaube ich, oder? Der Ruf. Der hat doch so einen Spitznamen. Ist das nicht Yellow Bird? Ich weiß es nicht. Irgendwas mit Yellow ist es. Deshalb ist er auch gelb lackiert. Ich streichel mein Lenkrad. Schön Alcantara. Mal wieder so ein bisschen. Da an den Griffflächen wird das schon so ein bisschen rau und abgenutzt. Ist halt ein Gebrauchsgegenstand. Mir hat jemand geschrieben, kannst du natürlich hingehen und ganz Handschuhe tragen. Ganz im Ernst, ey, so weit kommst du, dass ich mich hier mit Handschuhen hinsetze, um Autorennen zu fahren. Oh ja, oh ja, oh ja. Hello, Yellow Bird. Alter Schwede. Ja. Wir sind am Limit. Der schiebt. Wir sind am Limit. Ist kein Scherz. Alter, ey, wie der fährt. Standard-Setup, wie der fährt. Das ist nicht mehr auszuhalten. Das ist kein Joke. Ich traue mich nicht aufs Gas zu treten, weil ich den Bremsen nicht vertraue. Der hat Straßenbereifung. Boah, alter Schwede. Ja, mehr geht nicht. Es tut mir echt leid, wenn ich das jetzt sagen muss. So, jetzt geht mehr. Von da oben muss ich wieder bremsen. Ja. Ich sah nur Straßenbereifung. Hätte der Slicks, hätten wir da 180 drumherum fahren können. Boah, Alter, der schwimmt über die Straße hier. So, und ich glaube, jetzt kommen wir. Das ist eigentlich, ist das hier die schnellste Strecke? Also hier werden die Fahrzeuge eigentlich mit am schnellsten, kurz vor Döttinger, kurz vor Schwedenkreuz. Und wir gehen im Volldrift hier um die Kurve. Boah, und ich kriege ihn nicht gehalten. Ich kriege ihn nicht gehalten, weil wir aufs Gras kamen. Sah gut aus, aber
Das gute Gras. Oh, der schiebt, ey. Das ist nicht mehr normal. Glaubt, der ist zum Driften besser wie zum Fahren hier. Ja, aber ich kann nicht driften, das ist das Problem. Ich versuche ja alles, ums Driften so ein bisschen zu lernen, damit ich bessere Fahrzeugkontrolle kriege. Aber es gibt auch viele, die haben eine Monster-Fahrzeugkontrolle und können gar nicht driften. Also es ist nicht so, dass das eine das andere voraussetzt. Aber wenn du driften kannst, dann hast du Fahrzeugkontrolle. Aber es gibt auch Leute, die haben Fahrzeugkontrolle, ohne dass sie driften können. Ich würde sagen, ich kann nicht driften und ich habe keine Fahrzeugkontrolle. Oder zumindest keine wirklich gut ausgeprägte Fahrzeugkontrolle. Ein bisschen Fahrzeugkontrolle habe ich schon, aber die ist noch nicht so dolle. Meine ist überwiegend physikalisch, das heißt, oh Gott. Leute, ey, was ist denn das für ein Auto? Jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch ein Ruf. Das ist ein Sportwagen. Sportwagen, der so über die Nürburgring-Nordschleife schlittert wie der hier. Ist ja ein Drama. Halbzeit bei 4 Minuten. Nein, 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 nein. Einschlag. Immer wieder das Gleiche mit Straßenautos. Die Räder haben den Grip nicht. Und der gute Nick denkt, yo! Wir können den hier um die Kurve fliegen wie in Formel 1. Und dann schlagen wir in die Wand ein. Das ist genau wie hier. Ich lasse den rollen. Der schiebt über die Vorderräder. Das ist unglaublich. Ich würde gerne mal wissen, warum. Nur wegen dem Heckmotor? Die Vorderräder echt so unterbelastet, dass die so schieben müssen, wenn ich zu schnell werde? Ja, da müssen wir eben einfach hingehen, müssen in jeder Kurve so ein bisschen bremsen. Dann kommt das Gewicht nach vorne, dann können wir ihn lenken. Aber beim Gas geben kann ich nicht bremsen. Oh. Das ist der Ruf Yellow Rasenmäher. So ein geiles Kultauto und fährt sich so scheiße. Ja gut, ich sag mal, als Straßenauto fährt er sich wahrscheinlich sogar noch gut. Wie schnell kann der im Karussell fahren, bitte? Ist mit 80 rausgeflogen. Also als Straßenauto fährt er sich vermutlich sogar noch gut, ja. Aber... Ich sage jetzt einfach mal ganz frech, Straßenautos auf der Nordschleife sind für mich nichts. Egal welche, ob Frontwheel, ob Heckwheel, ob Mittelmotorkonzept, ob gar kein Konzept, ob planlos. Die Dinger setze ich immer wieder in die Wand. Kann machen, was ich will. Ich glaube, meine Linie ist versaut. Da hoch. Schon die dritte Karre, die mir über den Körper marschieren will. Und das Heck kommt. Boah. Das ist brutal, Freunde.
Und dann kam's Heck, sprach er und steckte in der Wand. Ja, ihr kennt ja den Unterschied zwischen Untersteuern und Übersteuern, oder? Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Irgendein Rennfahrer war das. Es könnte Walter Röll gewesen sein. Ich bin mir da aber nicht so 100% sicher. Er hat gesagt, Untersteuern ist, wenn du zuguckst, wie dein Auto frontal in die Wand einschlägst. Und Übersteuern ist, wenn du es nicht siehst, weil das Heck zuerst in die Wand einschlägt. Und das sagt doch schon alles aus über Rennautos. Du willst weder ein untersteuerndes noch ein übersteuerndes Auto. Was du willst, ist ein neutrales Auto. Ein Auto, was einfach neutral auf der Straße liegt, dorthin fährt, wo du hinlenkst und die Hinterräder den Vorderrädern folgen. Nichts anderes willst du als Rennfahrer. Das Problem an der Geschichte ist nur, du kriegst ein balanciertes Auto, ein neutrales Auto, kriegst du so gut wie nie hin. Du hast immer ein leichtes Untersteuern oder ein leichtes Übersteuern mit drin. Und da sagen dann viele Rennfahrer, also da unterscheiden sich dann die zwei Fahrertypen. Und wir machen wieder die typische Straßenwagen, wir springen als Stein übers Wassertour. Und da sagen dann viele Rennfahrer, dass ihnen ein untersteuerndes Auto lieber ist. Oder sagen ganz viele Rennfahrer auch, dass ihnen dann ein übersteuerndes Auto lieber ist. Aber das sind so Nuancen. Es ist nicht so, dass dann das Heck in jeder Kurve wegfliegt. Das ist eigentlich ein neutrales Auto, was in 2-3 Kurven übersteuert oder untersteuert. Und dann auch nur minimal. Und selbst der Computer hat Probleme, den hier um die Kurve zu kriegen. Das müsst ihr euch mal geben. 8 Minuten 47 mit Drehern, Einschlägen, Rasenmähereinlagen und allem drum und dran bin ich froh, dass wir das Auto hinter uns haben. Der Ruf CTA Yellow Bird, Yellow... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Yellow Dings halt, ne? So. Und das ist dann eine moderne Variante. Die hat dann mehr Flügel und macht richtig blöde Geräusche, weil da oben so ein Windtunnel auf dem Dach ist und das knallt und scheppert und kracht. Und ich glaube, das könnte richtig interessant sein. Ich glaube, davon gibt es dann auch ein Video, wo JP den gefahren ist. Und den ist, also das Video wird mir dann von einem gelinkt, der gesagt hat, das Geräusch des Autos kommt mir bekannt vor von diesem Video. Das wird da wohl sein. Aber den fahren wir in der nächsten Runde. In der nächsten Folge. Und ich bin erstmal raus und sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid wieder dabei, wenn es morgen weitergeht hier mit weiteren Ruffahrzeugen auf der Nordschleife. Ich bin raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.